unabhängig abgefüllten Tennessee Whiskey habe ich, glaube ich, auch noch nicht im Glas gehabt. Deswegen habe ich mich sehr auf die Abfüllung von Voodram Clan gefreut und die schauen wir uns jetzt nach dem Intro näher an. Los geht's, Kinners! Willkommen bei Friendly Mr. Z. Ich habe was unabhängig abgefülltes wieder dabei und zwar ein Tennessee Whiskey. Was genau für einen steht hier nicht drauf, aber der ist von Voodram Clan. Ja, unabhängiger Abfüller. Die Jungs haben, ja, wie soll man das sagen, die sind eher so im Premium-Segment unterwegs. Also wenn die halt eine Abfüllung rausbringen, dann ist die in der Regel auch nicht günstig, sagen wir es mal so. Ne? Also hier die Buddel jetzt ist ein 18 Jahre alter Tennessee Whiskey. Der hat gekostet, ich meine, 230 Euro. Mittlerweile kriegst du den, ich glaube, das günstigste, was ich gesehen habe, 289. Dann teilweise schon über 300. Also günstig ist das auf jeden Fall nicht. Gibt aber auch nur 156 Flaschen. Und generell 18 Jahre alten Bourbon Whisky mal zu sehen. Ich glaube, aber Bourbon darf man ja, glaube ich, gar nicht sagen dabei. Also schwierig. Steht ja auch kein Bourbon drauf. Ne? Also hier, guckt mal hier. Das Problem ist halt, ich kenne mich halt mit US-Whisky auch einfach nicht so aus. Ne? Ich kann einfach auch immer nur das, was ich so dazu rausfinde, sagen. Also auf jeden Fall ein Tennessee Whisky Sour Mash. Und die sagen selber, anhand der Schreibweise kann man rausfinden, welche Distille das ist. Gut, wenn man jetzt ein bisschen guckt im Internet, dann findet man raus, dass es, also ich habe nur einen gefunden, der aus den USA kommt und Whisky nur mit Y schreibt, und das ist George Dickel. Ja, von George Dickel hatte ich noch gar nichts im Glas, da kann ich auch gar nichts zu sagen. Deswegen, ich glaube, es ist sehr gut, dass ich total unvoreingenommen und unbefangen bin, was diese Abfüllung hier angeht. Ich habe einfach nur gedacht, komm, 18 Jahre alter Tennessee Whisky, für den Kurs kriegst du wahrscheinlich aktuell gar nicht mehr bei den Preisen, die in den USA aufrufen, der explodiert ja alles. Ja, mit 50,8% hat der auch noch, also normalerweise, da bleibt ja auch nicht viel drin, ne? Also in der Regel bleibt ja in diesen Bourbonfässern oder ne, da, wo die das Zeug abfüllen, nach so langer Zeit ist ja auch gar nicht mehr so viel drin, was man abfüllen kann, sieht man ja in 156 Flaschen, ne? Ja, also destilliert wurde das übrigens im September 2003, abgefüllt im November 2021 und wie gesagt um die 230 Euro, ich meine, ich habe 229 bezahlt. Ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Momentan bin ich ja dank Whisky Jason so ein bisschen auf dem Bourbon-Trip, zwischendurch immer mal wieder am Bourbon probieren. Da ist auch echt viel cooles Zeug bei und ich meine, ihr seht ja auch hier bei mir da im Hintergrund, da ist schon das Bourbon-Fach, da oben drüber ist noch eins, ne? Also Bourbon und Rye zieht ja auch immer mehr mit ein, deswegen gibt es auch zwischendurch immer mal wieder ein Bourbon und ein Rye-Video. Ja, und ich würde sagen, ich halte jetzt einfach mal die Nase hier rein, dann guck mal, was wir so in der Nase haben. Bin echt gespannt drauf. Los geht's, Kiddas. Also, wenn jemand von euch schon mal beim Imker war und wenn der Imker die vollen Honigwaben rausholt und dann werden die ja so abgeschabt und so und das Zeug, was der oben abschabt, ist ja so ein bisschen Bienenwachs und da ist da so ein bisschen Honig dran. Und ich finde, ich habe es genau diesen Geruch gerade, als wenn du diese Honigwabe, dieses komplette Ding halt, kurz bevor die das in diese Zentrifuge packen und den Honig rausschleudern. Ich finde, so riecht es. Ne? Du machst den Bienenstock auf und holst das Honigding raus und das, was da oben da so drauf ist, mit Honig gemischt, danach riecht das. Riecht sehr intensiv nach Honig, nach Bienenwachs, nach, keine Ahnung, also es ist ein sehr intensiver, sehr krasser Honigduft. Und dazu kriegt er so richtige, er riecht richtig so nach so einem Baumharz, so ein bisschen Baumharz, so ein bisschen krasse Karamellnote dabei, als wenn ich dieses Baumharz mit Karamell gemischt hätte oder so. So richtig so ein bisschen auch ätherische Öle, so irgendwie so Tannennadeln, irgendwie sowas in die Richtung. Aber riecht echt nice, ne? Dazu kriege ich auch noch so eine Idee von Früchten. So ein bisschen so, vielleicht so in die Richtung Mirabelle oder sowas. Mir, was gab ich denn noch, was so auch so ein Honigaroma so ein bisschen hat.
Ich meine, es ist Mirabelle. Aber so in die Richtung geht's. Und das ist echt so mit so einer ganz, ganz leichten mineralischen Note dabei. Aber ganz leicht. Also die riechen tut der echt mega nice. Also der riecht so, als wenn du drin baden möchtest. Jetzt kommt so intensiv Vanille noch dazu. Wahnsinn. Ich habe halt nur ein bisschen Angst. Bei den 18 Jahren könnte natürlich ein krasses Holzbrett sein. Guckt euch allein mal die Farbe halt an. Ne? Der ist auch schon richtig schön dunkel. Aber das wissen wir ja meistens nicht. Manchmal hat man ja Glück. Ne? Ich hoffe, das Holz ist gut eingebunden. Obwohl ich mag ja holzintensive Whiskys. Das ist jetzt nicht so, dass ich das nicht lecker finde. Aber der könnte halt auch schon mal drüber sein. Das gibt's halt auch. Ne? Wow. Also es wird immer intensiver, es riecht immer mehr nach Vanille und Honig gemischt. Vielleicht schon echt so, als wenn ich auf diese Bienenwaben, auf dieses Bienenwachs noch so Vanille drauf gemacht hätte oder damit gemischt hätte. Echt nice. Der wirkt so fast schon, als wäre der mit Vanille parfümiert worden. Also als wenn du wirklich so einfach das so da drauf gesprüht hättest oder sowas. Total spannend, echt. Ich habe Bock zu probieren, Kinders. Cheers. Jetzt geht die Sonne auf, Leute. Boah, der ist richtig lecker. Also der schmeckt richtig, als wenn ich das Bienenwachs mit dem Honig flüssig gemacht hätte und hab da irgendwie so ein bisschen so kandierte Orange, kandierte Zitrone, so ein Abrieb von der Zitronen- und Orangenschale mit reingepackt. Und dann hat der so eine schöne cremige Süße. Der ist richtig, richtig cremig. Der ist richtig sanft auf der Zunge. Und dann so wirklich so Richtung Abgang schiebt so ein bisschen der Alkohol, der das noch so ein bisschen pusht. Er bringt so richtig diese Vanille, Honigwachs, Bienenwachsnote so richtig mit nach vorne. Er schiebt das so richtig rein und der ganze Mundraum ist einfach nur ausgefüllt mit diesem krassen Geschmack-Aroma. Wirklich, also dir läuft das Wasser im Mund zusammen, während du trinkst. Ich habe jetzt schon so krass Speichelfluss wieder. Wahnsinn. Also der schmeckt ja mal richtig nice. Probier noch mal einen Schluck. So, auf dem zweiten Schluck ist der Alkohol noch ein bisschen präsenter. Der bringt so eine gewisse Würze mit rein. Und ich muss auch sagen, ich habe ein bisschen Angst gehabt, dass das ein Holzbrett ist, aber überhaupt nicht. Alkohol ist wirklich, passt, also der passt mit dieser Holzwürze zusammen. Das ist nicht so, wie ich das schon mal hatte, dass dann so die Zunge und alles taub wird, sondern der bringt so eine wohlige Schärfe mit rein. So ein bisschen so, als wenn ich so ein leicht geschärftes asiatisches Gericht essen würde. Das brennt nicht, sondern es ist so, ja, so nicht auch nicht wie Chili irgendwie. Es ist eher so ein Mittelding. Es gibt so eine süße Chili-Soße. Kennt ihr so eine Sweet Chili-Soße? Die ist so rötlich mit ein paar Chili-Flocken drin. Die haut dich nicht vom Hocker, aber die hat so eine ganz leichte Schärfe. Und jetzt stell dir diesen leichten Schärfe-Moment vor im Mundraum und dazu diesen wirklich extrem leckeren Vanille, Honig, Bienenwachs, Zitrus, Orangen, Geschmack, also passt echt super gut zusammen und der ist wirklich super mild zu trinken, ne? Also es macht echt Spaß, vor allen Dingen, weil der halt dann noch hinten raus so dieses, das schiebt, das pusht und was ich halt richtig cool finde ist, dass du im Abgang wirklich das Gefühl hast, du lutscht so eine Vanilleschote aus, also wirklich Vanille pur, die da hochkommt, das ist echt so, ich habe so ein Gefühl, ich nehme so eine Vanilleschote, schneide die auf und leck die einmal so aus, so ein Gefühl habe ich gerade nach dem Abgang, Wahnsinn. Ja gut, einer muss noch.
Lecker. Richtig, richtig lecker, Freunde. Also, das ist auf jeden Fall so ein Bourbon, wo ich sagen würde, da hätte ich mir noch eine Flasche von holen müssen. Wenn er nicht so teuer wäre. Das ist wirklich für mich der einzige Haken daran, aber ganz ehrlich, na gut, das kriegt 18 Jahre alten Whisky aus den USA momentan schwierig, ne? Ist alles super teuer, da kostet ja schon der normale Stoff Unmengen an Kohle, da bist du ja schon bei der normalen Abfüllung bei 100 Dollar dabei, ne? Also, aber das hier, wow. Also, leckeres Zeug, kriegt von mir 5 Daumen hoch, schmeckt mir richtig, richtig gut. Das ist auch so ein wirklich so ein richtiger Wohlfühl-Whisky. Ich glaube, der ist auch richtig geil an so einem richtig heißen Tag, kann man den auch easy trinken. Gefällt mir richtig, richtig gut. Also, von mir klare Empfehlung. Ich weiß, ist echt teuer, das Zeug, aber wenn ihr drankommen könnt, ich meine, 50,8% hat er immer noch nach 18 Jahren. Das lohnt sich. Das ist mal wieder so eine Buddel, die kann man mal für gut wegtun. Immer mal wieder was lecker, einen Schluck von trinken und so. Dafür ist das richtig geil, das Zeug. Ja, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wenn ihr den schon probiert habt. Ich vermute mal, so viele werden davon jetzt nicht eine Buddel gehabt haben, aber würde mich freuen über euer Feedback dazu. Schreibt es mir gerne mit rein. Und wenn ihr Bock habt, kommt doch gerne in meine Community. Ich habe eine Whisky WhatsApp Community Gruppe und ihr könnt natürlich auch, wenn ihr Bock habt, meinen Kanal supporten. Gerne über Patreon oder über die Kanalmitgliedschaft bei YouTube. Ab 4,90 € könnt ihr dabei sein und ich würde mich halt freuen, wenn ich euch da bald in der Community begrüßen dürfte. Ja, und jetzt wünsche ich euch noch eine angenehme Zeit. Euer Friendly Mr. Z.